Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder hier bist, das freut mich ganz besonders. Ja, meine Lieben, willkommen im Jahr 2021. Erstmal, wenn ihr diese Folge seht, ist schon ein paar Tage her, dass wir das Jahr haben, aber ihr seht es dann ja. Wie gesagt, wie immer gilt natürlich auch im Jahre 2021, wenn dir das Video gefällt, Däumchen hinterlassen, gerne Abo dalassen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, sowie, ja, liken, kommentieren, alles gerne gesehen. So, meine Freunde, beim letzten Mal haben wir uns hier ein bisschen mit dem Kanalbau beschäftigt, da sind wir noch nicht fertig, da werden wir nochmal nachlegen müssen, das ist mir noch ein bisschen zu eng hier, aber das machen wir nicht heute, denn heute wollen wir eigentlich erstmal uns darum kümmern, dass wir mal den Flughafen hier in Betrieb bekommen und dass wir dann hier auch dementsprechend Leute hier ranholen mit einem Schnellzug, die Touristen da wegkarren. Das ist so der Plan. Deswegen habe ich im Offscreen ein bisschen Strom gelegt schon mal und Heizung natürlich auch hier gelegt, seht ihr hier oben, Verteiler. Soweit sollte es auch angeschlossen sein. Lass mal kurz gucken. Das Stück können wir da wegmachen. Bevor wir jetzt weitermachen. Ich mache mal auf Start. Dann können die schon mal hier transportieren. Die bringen jetzt nämlich hier auch... ja, Sprit bringen sie ja sehr gut. Oh, die Stromspannung ist aber hier ein bisschen hart gerade. Null Stromspannung. Okay, Gebäude ist ohne Strom. Weil... Wieso? Weshalb? Warum? Das ist jetzt aber nicht gut. Was ist los? Haben wir hier zu wenig Strom? Nee, hier ist so alles... Naja, gut. Brauchen wir hier andauernd Strom? Fragezeichen? Oder haben wir hier nicht eigentlich genug? Eigentlich müssten wir doch genug haben, oder? Kommt doch genug da. So, theoretisch. Deswegen wundere ich mich gerade, warum jetzt hier Strom ist. Nicht so viele Probleme bekommen. Stromprobleme, das wäre ein bisschen unübel. Jetzt hat er wieder Strom, also das ist schon ein bisschen schwankig. Wie ihr seht, es ist sogar möglich, dass man diese Rohrleitung über die Straße direkt baut. Ist platzsparend. Vielleicht nicht die schönste Art und Weise, aber es klappt. Und guck mal, hier fahren die Tanker rein, da fahren sie wieder raus. Perfekt, so gibt es keine Staus. So soll es ja eigentlich sein. Was machst du denn da? Warum fährst du jetzt da rum? Wo willst denn du hin? Willst du da oben irgendwie drehen oder sowas? Oder was hast du vor? Ach nee, der will tanken fahren. Verstehe, der will tanken fahren. Stimmt. Er fährt zur nächsten Tanke, die hier ist. Ja, okay, das kann er natürlich machen. Das ist in Ordnung. Wie gesagt, wir wollen uns heute erstmal darum kümmern, dass wir hier die Leute wegbekommen. Strom ist drauf. Und sogar mit Ansprache. Das ist geil. Jetzt lassen wir mal gucken, ob wir hier ein paar Flugzeuge kaufen können. Wenn es geht, ein großes. Passengers only. Was haben wir denn hier? Die 52er, die FU-27. Was haben wir hier? Passengers 92. Schön. 75. 12. Ja, dann ist ja wohl klar, was wir holen hier. 625, 87, 650 Meter. Frage ist, müsste eigentlich 650 Meter sein. Ja, dann holen wir uns doch die hier. Teures Spielzeug. So, du. Neuer Stop. Natürlich. Any connection to Taxway? What? Na klar habt ihr hier Connection to Taxway. Willst du mich verkackeiern? Jetzt geht das nicht, oder was? Ich werde noch bekloppt im Kopf. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt ganz doof. Wieso hat er kein Connection to Taxway? Hat er doch. Deswegen... Hä? To Taxway. Hat er doch hier. Deswegen ist das gerade... Das hat er doch. Das ist doch in Ordnung. Oder meint er den hier irgendwie... Taxway hat er doch. Der kann doch da überall hin. Ja, das ist jetzt aber auch wieder Kuriosum. Was hast denn du hier? Passengers. Können wir uns bestimmt nicht leisten, ne? 75. Kostet 261.000. Du kostest 23.000. Das können wir uns leisten. Das ist aber ein kleines.
Das finde ich jetzt aber kuriosum, dass der keine Verbindung zum Taxway hat. Oder kann der irgendwie da nicht ran? Und das Doofe ist, du kannst das hier auch nicht einfach so mal wegreißen, weil der ist verbunden mit dem Terminal. Ne? Also hast du da auch schon Probleme. Das heißt, ich müsste jetzt theoretisch den ganzen Terminal abreißen, um das wieder hinzubauen. Und das ist doof. Maximal doof, um es mal so zu sagen. Verdammt. Können wir dich denn nicht irgendwie... Taxway, können wir dich hier nicht irgendwie wegmachen? Nein, geht nicht. Airplane Parking, One-Way. Taxway. Und du sagst, du hast keine Verbindung. Muss der komplett dran? Aber hier haben wir es doch auch so. Na gut, da haben wir es... Okay, die stehen jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Was machen... Was haben die hier für Probleme? Der hängt hier. Was ist denn das jetzt für ein Kram? Hallo? Was ist denn hier los? Ja, mach doch mal. Fahr doch mal. Was ist denn hier los? Der hängt jetzt hier fest, oder was? Ja, das ist ja auch Kuriosum. Also irgendwas stimmt jetzt hier gerade nicht. Vor allen Dingen, der verballert Benzin. Was machst du denn? Du bist Cargo Terminal Beyond the Borders. Alles klar, du bist für die Dings. Ja, verpiss dich. So. Okay, das kannst du wieder... Erster Stop ist nicht erreichbar. Sag mal. Willst du mich verarschen oder was? Was ist denn mit dir hier los? Also irgendwas ist nicht ganz korrekt hier. Weg damit. Dann lass mal den mal machen hier. Gucken, was der jetzt sagt. Das müssen wir mal ganz kurz beobachten. Das ist jetzt Kuriosum. Der muss warten. Okay, das ist in Ordnung. Also, okay. Okay, ist gerade belegt mit einem anderen Dingsbums. Wahrscheinlich, ja, da kommt der nächste. Das ist ein okay. So, warte mal kurz. Jetzt gucken wir uns auch nochmal an. Der wird jetzt hier reinfahren. Und dann wird jetzt aufladen. Er fährt jetzt zum nächsten ran. Ja, na gut, der fährt da vorne ran. Da soll mir auch recht sein. Jetzt kann der aber gleich wieder losfahren, wenn da nicht wieder einer kommt. Da kommt nämlich der nächste. Ich hoffe, dass der jetzt mal rausfahren kann. Ja, das ist irgendwie noch so ein bisschen unglücklich gehandhabt, finde ich. Aber gut, das müssen wir jetzt mal anschauen. Der müsste jetzt da parken. Jetzt kann der raus, genau. Jetzt kann der starten. Nimmt Anlauf. Dreht. Und jetzt nimmt er Anlauf. Alles klar. Und hebt ab. Okay. Alles klar. Das klappt hier. So, du hast ein Problem. Du kannst nicht hinfahren. Wahrscheinlich, weil der hier... Ich muss den, echt, das ist so ärgerlich, dass ich den abreißen muss, ne? Das ist so ärgerlich, nur damit du das da wegmachen kannst. Das ist, boah, das ist, das tut echt weh. Also das ist eine Kacke vom Herrn, ey. So, okay, dann machen wir mal, räumen wir mal ein bisschen auf gerade. So, okay, das war, glaube ich, eine Mod, wenn ich mich nicht irre. Lass mal ein bisschen Money rankommen. Werden wir brauchen. Wo war denn das jetzt? Attraction Airplane Parking. Oder Parking, besser gesagt. Sorry für mein schlechtes Englisch. Schule, Sportplatz. Wo ist denn das jetzt hier? Gesellschaft, Heating Hotel, Airplane Parking. Nein, das ist es nicht. Wenn wir mal ganz so mal Pause machen. Haben wir gleich. Farm. Das läuft. Ach, das läuft wieder unter Plattform. Garantiert läuft das wieder unter Plattform. Genau, es läuft unter Plattform. So, was haben wir hier? Small Cable Station, die können wir auch noch gut verbrauchen. Bus Rail Station.
Airport Terminal. Ist das das hier? Nee, das ist ja nicht. Nicht den, den wir hatten. Das ist ein kleiner. Das ist der hier. Aber das war der, glaube ich, auch nicht, ne? Oder war der das? Nee, nee, das war der nicht. Nee. So, warte mal. War der das hier, der große? Ich glaube, das könnte der hier gewesen sein. Ja, das kommt hin. Ja, das war der. Das war der große hier, den wir hatten. Passt natürlich nicht mehr perfekt dahin. Warum auch? Ich meine, weil da ja ein Rohr ist, ne? Ja, dann machen wir es weg. So. Also, das ist ja hier unser großer Flughafen. Wo war denn jetzt? Station. Airport, CBS. Das war er. So, okay, dann setzen wir halt wieder daran, dass er sich da verbindet. So, machen wir mal. So. Passt natürlich wieder nicht perfekt rein. Warum auch? So, jetzt aber. Zack. Jetzt bauen wir das wieder dran hier und dann passt das. Und dann setzen wir das an, das andere mal vernünftig ran. So, zack, bumm. Passt auch. Das passt auch. Das wird gebaut. Das ist in Ordnung. Lass das machen. So. Jetzt gucken wir mal, dass wir dieses andere Ding hier ranbasteln. Flugplatz-Dinger. Oder aber der konnte das nicht, weil er mit den Großen da nicht ganz klar kam. Warte mal, wisst ihr, was wir machen? Wir gehen mal auf Nummer sicher. Speichern das einfach mal. So, jetzt machen wir es nämlich mal anders. Wenn der dann nämlich da nicht ran kann, auf den ganz großen, dann müssen wir dafür sorgen, dass er kann. Das heißt, wir müssen den irgendwie so ein bisschen anpieken. Geht das? Ja, das geht. Dann müsste er drauf kommen. Theoretisch. Näher, 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 näher geht nicht. So ist Maximum. So, dann bekommt er Taxway. Dann sollte er doch eigentlich klappen. Und jetzt versuchen wir es damit nochmal, dass wir die auch nochmal ranbekommen. So, gerade. So, weit weg. Ich hoffe, das klappt. Ja, sieht gut aus. Ja, theoretisch sollte das funktionieren. So. Da noch angeschlossen. Und dann sollte das gut klappen. So, die Wege werden gebaut, das ist gut. Das wird uns jetzt ein bisschen aufhalten. Denke ich mir mal. Ja. Ich hab's mir gedacht, das Geld geht uns aus. Macht aber nichts. Wir bauen das nämlich mal mit Dollar. Ich will das jetzt heute fertig haben hier. Ich will das unbedingt in mit den Jungs hier fertig haben. So, neuer Stop. Ja, jetzt geht es. So, und du holst jetzt bitte, nächster Stop ist hinter der Sowjetlinie. So, okay. Und dann raus. Jetzt kann er da nämlich auch parken. Jetzt passt das. Nehmen wir eine große Maschine. Schick. Guck mal, da ist er. Ja. Endlich in Betrieb.
fährt der tatsächlich hier so drauf. Ist ja auch kurios. So, okay, da wird natürlich jetzt warten, beziehungsweise nicht, der wird... Ja, okay, da fährt los. Können wir noch einen holen? Wir können noch einen holen. Dann machen wir doch gleich nochmal. Passengers. Naja, oder wir lassen den erstmal nur laufen. Weil der hebt jetzt ab, der fährt jetzt hier rüber zu der Startbahn. Schon ein ganz schönes Eckchen. Aber was willst du machen? Haben wir hier drüben nämlich noch eine zweite Startbahn, die ist sogar ein bisschen länger. Mal gucken, welche er nimmt. Ich denke mal, er wird die erste nehmen. Ja, er nimmt die erste. Passt. Wackelt und hat Luft. So, hier habe ich, sehe ich gerade, hier habe ich gar keine Parkdinger drin gebaut. Ist ja auch hot. So gesehen kommen die da auch gar nicht rüber. Neuer Fahrzeugtyp verfügbar, sehr schön. Okay, das heißt, wir werden hier noch Parkdinger ranbauen müssen. Hier vielleicht. Also Parkingzonen. Aber zumindest das klappt jetzt. So, die fahren los, das ist in Ordnung. Wir schauen mal, was wir jetzt machen können. Technisch gesehen... Von dort nach dort. So, lass mal schauen. Zugverband. Hätte ich natürlich am liebsten... Ja, die sind... Leider sind die... Echt mit, 120, leider mit Dings. Mit Diesel. Das ist Kacke. Elektro. 105. Elektro. 160. Zugverband. 105, 100, 120, 120, 120. Die richtig dollen Dinger sind nicht dabei, ne? 120. 600 Passagiere. 500.000. Können wir uns gerade eh irgendwie nicht leisten. Was bist du für einer? Triebzug. 105 schafft er. Und du bist D1-Triebzug. Create a new line. Genau, das machen wir jetzt mal. Es wird schon immer wieder darauf hingewiesen, am Anfang, dass wir eine neue Linie machen sollen. Dann machen wir nochmal. Hier. Und genau, du fährst dann mal voll durch. Warum... Warte mal. Moment. Warum ist denn das nicht? So, Moment, Moment, Moment. Das ist, ging ja gerade gar nicht. Da muss ich mich auch erstmal reinfuchsen. Das habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. So, neuer Stop hier. Genau, du sollst den hier nehmen. Oh, hier ist... Okay, es wird kein Problem. Und du wirst... So, Name auf Custom Line. Rename Line. Hauptflughafen Touristen. Touristen, genau. Und speichern. Okay, Hauptflughafen Touristen. So, sehr gut, haben wir. Passt, das ist die. Sehr schön. So, hier ist wieder was Neues. Wir warten jetzt mal auf die Kohle, dass wir ein bisschen was zusammenbekommen. Damit wir hier den ersten losschicken können, weil da kommt, ist jetzt schon einer. Hat er was mitgebracht? Wahrscheinlich noch nicht, weil er auch gar keine Verbindung ist. Die wissen ja gar nicht, wo sie hin sollen. Denke ich mir mal. Das müsste noch funktionieren. Der hebt jetzt wieder ab. Er hat einen recht langen Weg.
Es fehlt momentan an Kohle. Dollar haben wir super, aber oh, der Rubel ist ein Problem. Das Ding hier ist voll, das ist gut. Bomben voll, sehr gut. Also kohletechnisch haben wir überhaupt kein Problem. Das läuft, das qualmt hier. Ja, du wartest, bis der hier voll ist, ne? Ach, der entlädt. Okay, der entlädt und du entlädst auch. Und der will auch entladen. Okay. Wir wollen alle entladen. Soweit, so gut. Kleiner Kontrollgang. Heute ein bisschen mehr auf Kontrolle ausgelegt. Beim nächsten Mal legen wir dann richtig los. Wenn wir das nötige Kleingeld haben, unseren nächsten Zug, der die dann hier abtransportiert, wenn denn da mal was kommt. Das wäre schon ganz nett. Für Passagiere, genau. Du sollst sie nur holen, am besten. B-Laden. Ne, nur B-Laden. So, okay. Probieren es mal aus. Aber ansonsten läuft alles. Die warten jetzt hier schon wieder. Was ist denn jetzt wieder mit dir kaputt? Wieso wartest du? Worauf wartest du? Okay, der fährt jetzt. Das ist schon ein bisschen komisch hier. Hier hinten haben wir, wie gesagt, noch das Problem. Ich habe hier noch keine Möglichkeit gehabt, was zum Parken hinzubauen. Aber das machen wir jetzt mal. Wir können ja schon mal was hinsetzen. Parking Station. Na, müssen die ja irgendwo einkaufen können. Deswegen suche ich mal so ein bisschen. Warte mal. Build Taxway. So, okay. Jetzt haben wir mal den Taxway. Jetzt machen wir mal den hier. Dass der so viel Abstand braucht, ist echt übel. Da geht er nicht näher ran. Das ist echt übel. So, Taxway, Runaway. Ja, zack. Zack. Das ist jetzt die Parking Area, sozusagen. Ja, da können sie dann parken. Das ist für einen kleineren Flughafen. So, dann brauchen wir den großen hier auch noch. Den setze ich direkt daneben. Und setze den hier direkt daran. So. Ich baue schon wieder mit Rubel. Ich könnte mich schon wieder. Wir wollen mit Dollar bauen. So, da können wir dann die anderen parken. Also auf jeden Fall sollte hier gut Betrieb sein. In der Theorie zumindest. Ja, so. Das sollte laufen. Wie gesagt, heute mal eine etwas ruhigere Folge, aber mittlerweile dann doch schon recht groß hier alles. Ah, guck mal. Ja, das ist doch geil. Guck mal, das ist doch geil hier. Wie das Flugzeug durchs Bild fliegt. Geil. Passend. Absolut passend. Aber liebe Freunde, das war's für heute erstmal. Ich bedanke mich so lange fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bin ich erstmal raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von netgaming.tv. Bye, bye.